Ich möchte jetzt das Zeichenprogramm etwas raffinierter gestalten und möchte folgende Funktion einfügen. Wenn ich nichts drücke, macht es nichts. Es zeichnet nicht. Wenn ich die Tastatur drücke, zeichnet es, genau solange ich eine Taste gedrückt habe. Und wenn ich die Maus drücke, dann löscht es mir den ganzen Bildschirm. Also das ist eigentlich jetzt die Idee, die ich hier zeigen möchte. Und das mache ich direkt am Computer. Ich habe das Programm hier wieder starten. Das macht das, was ich erwartet habe. Es zeichnet einfach. Und das ist übrigens auch ein typisches Vorgehen. Ich habe ein Programm, das läuft, das macht, was ich will. Und jetzt versuche ich es anzupassen. Also es ist nicht immer das Ziel, dass man gleich das Endprodukt hat, sondern dass man mal einen Block hat und diesen dann anpasst. Also konkret geht es darum, dass ich, wenn ich die Tastatur drücke, dass es zeichnet. Ich nehme jetzt mal diesen Background raus und diesen Line rein. Okay. Räume hier etwas auf. Wenn ich hier jetzt starte, zeichnet es nichts, weil es steht ja if key pressed, mache, wenn nicht, mache nichts. Also, ich drücke eine Taste und er zeichnet. Ich höre auf. So kann ich beliebige Sachen machen. Das funktioniert. Ich muss nicht den Background wieder neu setzen jetzt, wenn ich dazwischen bin, weil ich zeichne ja nicht. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Okay, jetzt habe ich eine zweite Geschichte. Ich habe dieses else if. Und das ist Mouse pressed. Und dort möchte ich den Background auf 255 stellen. Das heißt, dass er mir das wieder weiß macht. Es ist nichts. Ich drücke die Tastatur. Er malt. Ich drücke die Maus. Er ist weiß. Ich mache nichts, er malt nichts, ich drücke eine Taste, er malt. Das ist eigentlich wunderbar, wie ich das hier habe. Was mich hier jetzt etwas stört, ist die Maustaste, dass ich das machen muss. Wir werden jetzt dann gleich sehen im nächsten Video, wie wir das machen können mit der Tastatur. Dass wir zum Beispiel Z für Zeichnen definieren und L für Löschen. Wenn ich Z drücke, solange ich Z drücke, zeichnet er. Sobald ich L drücke, löscht er mir das Gezeichnete. Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir jetzt dann gleich anschauen möchten beim nächsten Video.